Und ein letztes Beispiel, wir haben hier unverändert die Funktion f mit dem Graphen von f und was sich verändert hat, ist der Graph von g. Unsere Aufgabe ist wieder, die Funktionsgleichung von g zu bestimmen. Wir schauen uns wieder die charakteristischen Punkte der Funktionsgraphen. Hier eignen sich wieder die Berge und Täler. Wir schauen uns den horizontalen Abstand von dem Berg und dem Tal der blauen Kurve und den horizontalen Abstand vom Berg und Tal der roten Kurve. Entsprechend machen wir das auch für die vertikale Abstände. Wir sehen hier, der horizontale Abstand bei der blauen Kurve beträgt 2 und bei der roten Kurve 4. Der vertikale Abstand bleibt bei 4, also wir haben keine Y-Streckung, dafür aber eine X-Streckung mit dem Faktor 4 geteilt durch 2 und an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen, da der Graph offensichtlich an der Y-Achse noch gespiegelt wurde, also X-Streckung mit dem Faktor minus 2. Jetzt gucken wir uns die Verschiebung an. So, wir sehen die Koordinaten, die Y-Koordinaten von dem Berg und von dem Tal bleiben unverändert, also keine Y-Verschiebung. Was wir noch untersuchen müssen, ist die X-Verschiebung. Hier könnten wir uns wieder die Nullstellen angucken. Die liegen aber etwas ungünstig, sodass man die schlecht ablesen kann. Deshalb möchte ich folgend argumentieren. Der Abstand von dem Tal bis zu der Y-Achse beträgt 1 und der Abstand von dem Berg zu der Y-Achse beträgt auch 1. Und bei der roten Kurve beträgt der Abstand von dem Tal bis zu der Y-Achse 2 und der Abstand von der Y-Achse bis zu dem Berg beträgt auch 2, sodass die Änderung der X-Koordinate von dem Berg bzw. von dem Tal alleine durch die Streckung in X-Richtung zustande gekommen ist und keine zusätzliche Verschiebung stattgefunden hat. Das heißt, die Funktionsgleichung von g ist gleich f von minus 1 durch 2, da 2 der Streckungsfaktor war in die X-Richtung, mal x. Das heißt, minus 1/2 x hoch 3 minus 3 mal minus 1/2 x plus 1.